mein Name ist Rainer Krutte, ich bin der Koordinator von Hartmouth in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und bei Hartmouth geht es um das Thema Herzintelligenz und es geht darum, wie wir lernen, mit unserem Herzen unsere Emotionen zu regulieren. Wir Menschen sind ja keine rationalen Wesen, sondern wir sind emotionale Wesen, die eben auch Gedanken haben. Und es gibt eben Emotionen, die sich angenehm anfühlen, von denen wir gerne mehr in unserem Leben hätten, wie Freude, Dankbarkeit, Verbundenheit, Gelassenheit. Aber es gibt eben auch die unangenehmen Emotionen wie Ärger, Wut, Frust, Stress, was viele von uns kennen und wo wir manchmal denken, was kann ich denn machen, um vielleicht weniger von diesen unangenehmen Emotionen zu erleben und mehr von den angenehmen Emotionen. Und da ist unser Herz einfach eine unheimlich gute Hilfe. Ja, weil grundsätzlich ist ja so, Emotionen sind ein körperliches Erleben. Emotionen spielen sich im Körper ab. Wenn Sie Angst haben, dann merken Sie die Angst, die Brust wird eng, Sie merken dieses unangenehme Gefühl, weil der Blutdruck steigt, weil der Puls steigt. Das heißt, unsere Emotionen spielen sich im Körper ab und deswegen ist es auch wesentlich einfacher, Emotionen über den Körper zu regulieren, als zu versuchen mit unserem Verstand, weil eben unser Verstand nur wenig Zugriff aufs emotionale Erleben hat. Und da der Körper eben so die Spielwiese der Emotionen ist, gibt es eben auch unser Herz als wichtigstes Radar für unser emotionales Erleben. Und unser Herz reagiert total darauf, wie wir Emotionen erleben. Wenn wir unangenehme Emotionen erleben, Frust, Ärger, Wut, dann ist es so, dass unser Herz total hektisch beschleunigt und wieder bremst. Das heißt, die Herzfrequenz steigt kurz an, bremst dann wieder ab, steigt dann wieder an. Also es gibt, wenn man sich das auf einem Bildschirm anschaut, sieht es total hektisch aus. Also es ist wie so, würden Sie beim Autofahren Gas geben und bremsen gleichzeitig. Beim Auto weiß jeder, dass es den Verbrauch erhöht, dass es den Verschleiß erhöht. Und es gibt auf der anderen Seite eben angenehme Emotionen. Und angenehme Emotionen sorgen dafür, dass unser Herzschlagmuster in so ein regelmäßiges Muster übergeführt wird. Das heißt, unser Herz beschleunigt, bremst ab, beschleunigt, bremst ab. Also wir bekommen so ein Schwingungsmuster in unser Herzen. Und das ist das, worum es vornehmlich geht bei der Herzintelligenz, dass wir lernen, durch ganz einfache Fokussierungs- und Atemübungen unser Herzschlagmuster zu verändern, weil wir über unser Herz idealerweise unsere Emotionen regulieren können. Unser Herz, das weiß man seit den 90er Jahren, hat praktisch ein kleines Gehirn, weil man festgestellt hat, dass sich in unserem Herzen so 40.000 bis 50.000 Nervenzellen befinden, die vornehmlich Wahrnehmungszellen sind und aus der Umwelt Informationen aufnehmen, diese verarbeiten und an das Kopfgehirn und an den restlichen Körper weiterleiten. Und weil diese Zellen eben nicht nur Informationen aufnehmen, sondern diese auch verarbeiten, kann man eben auch von dem kleinen Gehirn im Herzen sprechen. Und es ist fast schon eine Revolution, dass man diese Zellen gefunden hat, wobei die eigentlich nur bestätigen, was wir schon lange wissen. Wie zum Beispiel Blaise Pascal sagte, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Oder aber auch im kleinen Prinzen, dass das Wesentliche mit den Augen nicht sichtbar ist. Und wir sehen ihn mit dem Herzen gut. Und bei der Herzintelligenz geht es darum, einfach zu lernen, mit unserem Herzen in Kontakt zu kommen, zu lernen, unsere Emotionen zu regulieren und weniger von den unangenehmen Emotionen zu haben, wie Ärger, Wut, Frust. Und einfach auch zu lernen, ganz bewusst in angenehme emotionale Zustände zu gehen. Und das Schöne, das ist meine Erfahrung, ich mache das jetzt seit einigen Jahren, dass es einfach ist und wir haben die Möglichkeit, es sichtbar zu machen. Wir arbeiten mit einem Biofeedback-System, das heißt, es gibt einen kleinen Sensor fürs Ohrläppchen und über diesen Sensor messen wir die Herzfrequenz und können uns am Bildschirm angucken, wie sich denn das Herzschlagmuster im Laufe der Zeit verändert, wenn wir die Übungen machen. Das ist einfach deswegen effektiv, weil ich sofort ein Feedback bekomme, ob das, was ich mache, also ob die Übungen, die ich mache, eben auch meinen Herzrhythmus so regulieren, wie ich das gerne hätte. Also für mich ist die Herzintelligenzmethode eine ideale Ergänzung zum Thema emotionale Intelligenz, weil ich nicht nur Bewusstsein bekomme über mein emotionales Erleben, was wir häufig im Alltag verloren haben. Das heißt, wir müssen wieder eine Kultur der Achtsamkeit für unser emotionales Erleben entwickeln. Aber ich lerne eben auch, meine Emotionen zu regulieren, ganz einfach und ganz effektiv. Und ich habe festgestellt, dass das Herz sogar noch weitergeht, weil über das Herz können wir auch emotionale Muster verändern. Und somit hat das Herz eine heilende Wirkung. Heilende Wirkung auf emotionale Muster, aber auch heilende Wirkung auf körperliche Aspekte. Und es gibt mittlerweile ganz viele Studien, die klar zeigen, dass regelmäßiges Herzintelligenztraining, regelmäßige Anwendung von Hartmouth
Blutdruck bei Bluthochdruck verändert, unser Herz stabilisiert und uns einfach widerstandsfähiger und stabiler macht. Dankeschön.